So, jetzt schauen wir uns mal einen Trailer an zu The Lost Wild. Das hatte der Quixi vorgeschlagen im Discord. Wenn ihr auch mal Videos vorschlagen wollt und uns, dass wir uns die zusammen angucken, dann kommt gerne auf den Discord. Da könnt ihr solche Videos vorschlagen. Seid dann gerne mit dabei. So, das Showcase-Video hier ist tatsächlich von 2022. Ist auch schon ein bisschen her. Aber es ist ja tatsächlich durchaus möglich, dass es trotzdem immer noch nicht released wurde. Bei dem Spiel weiß ich es nicht. Vielleicht hat der Krixi, der das vorgeschlagen hat, ein paar Infos mehr dazu, ob es schon draußen ist oder nicht. Wir starten erstmal in den Trailer rein. Das hat jetzt hier gerade so Vibes, nur vom Wald her, so ein bisschen wie Green Hell oder auch The Forest. Jetzt kommen natürlich Dinos dazu, da ist dann der Vibe wieder weg, aber denk mal so vom dichten, bewaldeten, vollgewucherten. Wisst ihr schon, was ich meine? So, klar, die ersten Gedanken, die man sofort hat, ist Ark. Anscheinend mit irgendwelchen Forschungseinrichtungen, mit was man da forschen muss. Jetzt kommt natürlich darauf an, ob man die Viecher auch zähmen kann. Vielleicht erfahren wir gleich mehr darüber. Aber was mir jetzt hier als großer Unterschied auffällt, ist, dass die Dinos hier anscheinend wirklich über Sicht, vielleicht auch Geruch, ein Orten und nicht über, du bist in einem gewissen Umkreis von denen, wie bei Ark, ne? Da kannst du hinter denen laufen. Irgendwie auf einmal bist du halt in deren Reichweite, in ihrer Renderreichweite, Erfassungsreichweite, kannst denen im Rücken, auf einmal drehen die sich schlagartig rum und rennen auf dich zu. Ne? Wurde dann nur mit Gilly und geduckt, irgendwie bei den Affen zum Beispiel, wurde denen dann so ein bisschen das austrickst, aber ansonsten haben die ja so ein Rundumradar quasi. Und das scheint hier nicht der Fall zu sein, weil man hat schon gesehen am Zelt. Normalerweise bei Ark wäre er dann auf das Zelt losgegangen, weil er dich in dem Ding, in dem Radius geortet hätte quasi. Und das scheint hier nicht zu sein. Hier scheint es wirklich auf Sicht bzw. Geruch direkt zu gehen. Und wie gesagt, sobald du dunkel ist, dann sehen die halt deutlich schlechter. Wenn natürlich mit einer Leuchtfackel und so weiter, dann sehen die dich eher, weil die ja so ein peripheres Sehen haben. Ja, also das Spiel fand ich tatsächlich alleine, weil man schon von Anfang an deutlich mehr Dinos gesehen hat, fand ich sehr geil. Und das wäre tatsächlich auch ein Spiel, was ich mir holen würde, wo ich es mir auf jeden Fall angucken würde. Wie gesagt, man muss noch ein bisschen rauskriegen, was das da mit den Einrichtungen auf sich hat, was das tatsächliche Ziel des Spiels ist, ob es am Ende ein Story-Game ist. Oder ob es Open World ist, ist für Quartal 4/24 angekündigt. Okay. Interessant aussehen tut's, genau. Zwingen wir mal.
Das ist ja auch das, was ich sage. Wie gesagt, man muss ein bisschen gucken, ob es eher so auf Story-Game ist, wenn du da halt so hast, irgendwelche Tafeln, da musst du entschlüsseln, da musst du welche Einrichtungen, ob das dann so, du musst dahin, damit du denn das, damit du denn das, damit du denn das. Und die Dinos sind quasi nur die Bedrohung, dass du nicht pfeifend durch den Wald spazierst, dass du ein bisschen gucken musst. Ist halt die Frage, wie kann man sich die dann vielleicht zähmen, dass man sich mit denen auch verteidigen kann gegen andere Dinos, wie bei Ark halt ist. Was natürlich kein Grundkriterium ist. Denn wenn es ein Grundkriterium wäre, wäre ja Quatsch, weil dann könnten wir Ark spielen. Was wir ja tun. Aber wie gesagt, das ist halt die Frage. Was ist da alles noch mit drinne? Worum geht es? Und vor allen Dingen, Hauptinteressenpunkt wäre jetzt für mich, ist es ein Storygame oder Open World? Oder vielleicht auch, kann er auch ein Mischmasch sein, dass du so ein bisschen wie Green Hell, wo du ja auch bestimmte Sachen machen musst, aber trotzdem in der Open World umherreisen kannst. Genau. Wie ist das so? Ist das vielleicht so eine Insel, und da ist ein Dino-Virus oder die Dinos sind da irgendwie wieder erschaffen worden, so ein bisschen wie bei Jurassic World, beziehungsweise Jurassic Park. Und man strandet auf dieser Insel und du musst rauskriegen, wer das wie erschaffen hat, warum er die erschaffen hat. Vielleicht irgendwie so. Man weiß es nicht. Aber das wäre tatsächlich ein Spiel, was ich mir angucken wollen würde. Gerne einmal in die YouTube-Kommentare, wie ihr das seht. Ich verlinke euch auch dann nochmal das Originalvideo zum Reinschauen. Vielen Dank.